Willkommen zurück, Folge 43. Ja, Folge 43 Assassin's Creed Black Flag. Und wir sind wieder zurück, haben in der letzten Folge ja in der Abstergo Entertainment Hauptzentrale geendet. Oder sind dort geendet? Nein, sind dort geendet? Nein, haben dort aufgehört zu spielen. So rum. Und ja, dann schauen wir mal, wie es jetzt hier, weitergeht. Das hier drüben. Reiter erwartet uns. Oh, la baguette. La camembert. Wo müssen wir denn hin? CCO, genau. Ab zum CCO. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Hä? Was denn jetzt? Dann Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... pardon, Schiff, kein Boot. Schief, genau. Des Schiffes schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Jetzt guckst du wieder so. Genau, Schief, nicht Boot. Bisschen zu viel Baguette gegessen, ein bisschen zu viel. La Camembert. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich hab Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Leticia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid, ich ruf Sie dann an. Okay. Dauert nicht lange. Das heißt, ich muss jetzt hier... Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Ist gleich rechts neben Oliviers Büro. Wenn die am Empfang Ärger macht, tu so, als müsstest du auf die Toilette. Gleich rechts neben dem Büro? Wenn sie auf Toilette müssen, die sind gleich hier zur Rechten. Oh, danke schön. Vielleicht liegen da auch ein paar Zeitungen zum Lesen. Dankeschön. Aber auf dem Locus, lese ich ungerne. Das ist nicht meine Art. Ja, dann gucken wir doch mal. Wir müssen irgendwie einen neuen Job für unseren mysteriösen Kumpel ausführen. Ah, jetzt kommen wir wahrscheinlich da unten hin, wo wir schon mal gewesen sind. Das wäre natürlich super, ja. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voilà. Jetzt wow. Ist die Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Finde zuerst die Kamerasteuerung. Ob das nicht nochmal gefährlich wird hier für uns? Finde zuerst die Kamerasteuerung. Überall diese QR-Codes. Naja. Outlast? Dün. 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 Das wird wahrscheinlich die Kamerasteuerung sein. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Aber den Ausblick genieße ich jetzt mal. Wow. Toll. Achso, und da oben ist das Büro. Mhm. Sieht schon schick aus. So, wo haben wir denn? Ist das jetzt hier? Nee, das ist doch nur ein Stromkasten. Reflex, das ist nur ein Stromkasten. Ja, ein bisschen schneller hier durch. Ich aktualisiere den Kommunikator. Wow. Da sind Spinde, um zu verstecken. Kommt gleich das Merkel hier rein. Oder der Walker von Outlast. Ah, eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Navigiere zwischen den Zahlen, indem du den linken Stick nach links oder nach rechts bewegst. Bewege den rechten Stick nach links und rechts, um die Werte zu ändern. Zielzahl? Aktuell ausgewählte Zahl? Mögliche Werte der Zahlen? Okay. Tja, dann schauen wir mal, ne? Okay.
Test, Mikrofon, Test, Test. Es funktioniert. Und wenn wir Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium wollen, oder was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern. Basta. Aha. Ich verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut, vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye bye. Tabernacle! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. So wie ich es mir schon gedacht hatte. Assassinen, Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Okay. Also steckt da doch ein bisschen mehr hinter, als wir nur mal eben das Observatorium finden. Und der Typ hier. Wow! Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Mhm. Okay. Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Ich nehme Nummer 2. Ich springe in den Pool da unten. Oh, da gucken wir doch mal. Oh, gut gemacht, Junge. Und das Computer. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärstreffens. Die ist eine Menge Geld wert. Finde den Computer ist auch ein bisschen kurios, weil der Computer steht da direkt hier. Man sieht, man kann ihn gar nicht übersehen eigentlich. Naja. Und jetzt pass gut auf. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten. Und schicken sie zurück. Daten steuern, Tutorial öffnen. Im linken Stick steuerst du die Daten. Du musst die Daten vom Startpunkt auf der linken Seite zur Endposition auf der rechten Seite transferieren. Zielposition. Achso, links weiter. Blim! Die Sicherheitsprogramme innerhalb des Datenstroms werden deine Daten zerstören, wenn sie sie berühren. Werden die Daten zerstört, kehren sie zu ihrer Ausgangsposition zurück. Okay. Die gescheiterten Bereiche ändern ihren Status von inaktiv zu aktiv. Befinden sie sich in einem aktiven Zustand, werden deine Daten zerstört. Sie sind inaktiv. Kannst du die Bereiche ungehindert passieren? Oder sind sie inaktiv? Können sie die Bereiche ungehindert passieren? Okay. So, werden die Kanten aktiviert, färben sie sich rot. Aktive Begrenzung zerstören deine Daten. Ja, dann wollen wir mal. Ach so. Oh Gott. Ah! Ach so, läuft das. Ach, wie komme ich denn in der Mitte durch? Komm ich. Oh nee. Okay. Ah.
Oha. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Mist. Kurz vor Ende gescheitert. Noch so kniffliges Dingen hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas kommt. Wow. Mist. Da war ich zu fix. Wow. Aber das letzte ist echt schwierig. Oh, das letzte ist echt Timing. Oh, ich hab's nicht. Ich hab kein Timing. Oh. Komm, jetzt wird's ein bisschen dämlich. Ach, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Mann. Gibt's doch nicht. Sieht ein bisschen aus wie Pac-Man. Also ein klein wenig. Uah! Da war ich auch wieder viel zu schnell unterwegs. So, gucken wir mal. Warten wir noch ein klein wenig. Gehen dann rüber. In der Mitte nochmal ein bisschen Pause. Ganz in Ruhe, Reflex. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Wah! Wah! Oh Gott! Das. Okay. Offiziell eine hohle Nuss. Ich bin, glaube ich, gerade so ein bisschen zu dämlich dafür. Oh nein! Wieder das. Oh, wieder das letzte. Das. Gott. Kann ich das nicht einfach überspringen? Hallo, 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 hallo. Oh, Gott sei Dank. Uah, geht das schnell hier. Ja. Oh. Gott sei Dank. Puh. Mann, war das anstrengend. So, was haben wir denn da? Evendine Oliver, genau. Datum 6. November 2013, 9:46 Uhr. Salut. Wie die meisten von Ihnen wissen, nehme ich vom 15. bis zum 17. am Aktionstreffen in Chicago teil. Der Vorstand will unseren Fortschritt bei der Kenway-Linie begutachten. Die wenigen Daten, die wir bisher gesammelt haben, sind unglaublich und wir rechnen mit noch aufregenden Funden in der nahen Zukunft. Die Ereignisse und Menschen, die wir bisher gesehen haben, stimmen uns zuversichtlich, dass die vollständige Erfahrung einer der aufrüttelnden Entdeckungen aller Zeiten über Piraten sein wird. Es erfolgt einiges an Arbeit, die Daten von allen Anstößigen oder Geheimnissen zu säubern, aber wir haben bereits jetzt unglaublich vielversprechendes Material beisammen. Zur gleichen Zeit wird Abstergo Entertainment bald ein Closed Beta für unser neues Consumer Cloud Interface App, einen besseren Namen steht noch aus, ankündigen. Edward Kenways virtuelle Piratenerfahrung wird das erste vollständige Produkt sein, das wir anbieten und das erste seiner Art überhaupt, eine packende interaktive Piratenerfahrung aus echter historischer Daten zusammengesammelt wurde. Interne Tests des Consumer Cloud App verliefen sehr ermutigend und wir erwarten, dass sie bis zur nächsten Freisaison bereit sein wird, wenn alles nach Plan läuft. Oh, noch so viel zu lesen. Naja, ich glaube, ist eigentlich quasi jetzt nur so ein bisschen was von Zwischenstory. Hier sind noch Artworks. Ich würde sagen, mit den schönen Bildern hier, mit den Artworks und was da unten auf uns noch wartet, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also macht's gut. Tschüss.